Wofür braucht man eigentlich Kunst im öffentlichen Raum? Ja, es ist ganz wichtig, der Gesellschaft eigentlich gewisse aktuelle Themen auch zu zeigen, die Künstler kritisch aufgreifen, politische Dinge zum Beispiel, ökologische Fragen, feministische Anliegen, aber natürlich auch historische Dinge müssen aufgegriffen werden. Also Zeit des Nationalsozialismus, das darf einfach nicht vergessen werden und soll mit solchen Denkmälern oder auch einfach nur temporären Installationen sozusagen aufgegriffen werden. Kann man eigentlich überall ein Denkmal so einfach so aufstellen oder ist das doch ein bisschen komplizierter? Ja, ist schon schwieriger natürlich, weil zuerst muss man mal schauen, wem gehört dieser Grund, wo man das machen möchte. Ist es ein Privatgrund oder ein öffentlicher? Und bei der Stadt Graz gibt es zum Beispiel dann ganz viele verschiedene Abteilungen, wo man zuerst herausfinden muss über das Grundbuch, wem das tatsächlich gehört. Da kann man natürlich auch Probleme mit dem Umweltschutz bekommen. Also auch da sollte man sich hinreichend informieren, auch was Flussschutz zum Beispiel, Gewässerschutz betrifft. All diese Dinge müssen vorher abgeklärt werden und Genehmigungen eingeholt. Wo oder wie findet man Kunst im öffentlichen Raum? Ja, einerseits stolpert man quasi drüber, also wenn man die Augen offen hält, befindet sie sich überall rund um uns herum. Und andererseits haben wir ganz ein tolles Vermittlungstool entwickelt, nämlich eine QR-App, wo man digital quasi Informationen zu den Kunstwerken erhalten kann. Einerseits kann man die im öffentlichen Raum benutzen, wenn man unterwegs ist. Andererseits kann man natürlich auch von zu Hause sämtliche Kunstwerke in der Steiermark damit sehen. Also alle bitte die App runterladen.